In diesem Video geht es darum, wie man Tangenten an Kurven bringt. Wenn ich jetzt hier ein Teil habe, dann stellt man fest, dass diese Kurven nicht immer geraden sind, auch wenn sie so erscheinen. Das hier ist eine Freiformkurve, sehe ich hier gerade 4, 26 Pole und auch hier vorne haben wir welche liegen. Die sind also schon ganz wild. So, und ich möchte jetzt einfach mal an so eine Kurve eine Tangente ranbringen. Wie funktioniert das? Ich klicke das an, sage, es gibt hier einen Tripod mit Sketch. Dann erzeuge ich den, dann liegt dieser Tripod erstmal irgendwo im Objekt drin. Und ich sage, ich möchte ihn gern hier an diese Kante, das ist die Kante 26. Also ändere ich beim Tripod einmal Wire Mode auf True und gebe hier unten bei Face Nummer, das ist natürlich jetzt die Kantennummer 26, ein. Und dann liegt er hier oben. Und ich sehe jetzt, ich habe jetzt hier die beiden, also das ist die Tangentenrichtung und ich habe zweitens nochmal die normalen Richtungen. Und momentan liegt dieser Sketch in der Schmiegeebene zu dieser Kurve. So, und ich kann den jetzt hier auf der Kurve verschieben. Da gibt es den Parameter U und wenn der 0 ist, dann liegt er am Anfang. Und wenn der 1 ist, 100 ist, machen wir gleich eine Kopie davon. Dann liegt er am Anfang der Kurve. So liegen die beiden jetzt drauf. Und jetzt könnte ich einfach hergehen. Will ich jetzt was mit den Tangenten machen oder will ich was mit den normalen machen? Ich könnte also auch nochmal umschalten, dass ich sage, ich benutze entweder Tangente und die normale oder ich benutze die binormale. Das eine ist ja was für die Krümmung und das andere ist was für die Windung. Also was mit diesen Frenet-Formeln zu tun hat. Man sieht jetzt diese beiden Ausprägungen. Okay, nehmen wir mal an, ich möchte wirklich mit den Tangenten arbeiten oder ich möchte einmal mit der Tangente arbeiten und einmal mit der Binormale. Dann sage ich, ich bearbeite jetzt mal meinen Sketch und sage, hier brauche ich nur die Tangente. Das ist die hier. Also weg damit, weg damit. Was ist das hier? Weg damit. Da habe ich jetzt nur noch die Tangente hier. Die Tangente könnte ich jetzt auch. Na. Ah, das ist natürlich weniger gut. Also schmeiße ich die weg. Die Tangente ist das, was hier liegt. Nur. Ah. Haben wir die Tangente? Okay, lassen wir es so stehen. Und bei dem anderen, was ich jetzt hier habe, bei dem zweiten, den klappe ich mal um. Da interessiert mich die normale. Dann editiere ich den auch. Und so, ich schmeiße hier auch alles weg. Weg, weg, weg. Okay. Also einmal Tangente, einmal normale. Und jetzt könnte ich hergehen und könnte sagen, was möchte ich damit machen? Ich möchte da einfach die beiden verbinden mit einem Sweep und da wäre es also so, ich brauche welcher Sketch ist es jetzt, der hier und der hier, der kommt hier rein und dann sage ich Sweep Pass ist die Kante hier. Okay. Und dann sage ich okay und dann habe ich hier eine Fläche aus diesen beiden Kurven erzeugt. So, ich habe sowas Ähnliches vorhin schon mal gemacht. Das wäre halt die ganze Geschichte, dass ich hier zwei Pi-Normalen hernehme und die verändere. Und dann ist es ja so, dass man hier einfach dann auch wild drauf los arbeiten kann und kann dann irgendwelche Flächen erstellen. Haupttrick ist, und das bleibt dabei, ist einfach, dass ich das hier anwende, Tripod, und dass ich sage, ich muss hier Wire Mode auf True
True stellen und ich muss hier unten Face Number, das ist die Nummer der Ecke oder der Nummer der Kante einstellen und der Parameter U sagt mir, wo sich das Objekt jetzt gerade auf der Kante befindet. 0 und 100 sind die beiden Enden.